Ich habe so den Eindruck, wenn im Internet etwas schaut, diese Zeit, also ich habe es zumindest bei mir noch nie erlebt, dass ich mich dann so irgendwie zurücksetze und das einmal so einmal durch den Kopf gehen lasse, versuche anzuwenden, sondern, ja, okay, das habe ich gefunden, was gibt es noch? Weniger Zeit für die Verarbeitung und für die persönliche Stellungnahme. Okay. Schon weiter, wenn ich mit der Qualität der Information nicht zufrieden bin. Wenn mir das passt, wenn mein Ziel erreicht ist, dann passt es. Und deswegen, also wir haben gestern einen Workshop auch gehabt, ist es vielleicht, oder meiner Meinung nach, sehr stark eine Erziehungsfrage und die auch mit Wissen zu tun hat, oder mit Lernprozessen, die länger dauern, bis ich das überhaupt verstehe, und vielleicht ist es auch eine Generationenfrage. Weg, eine gute Abhandlung zu schreiben. Früher hatte ich nicht das Internet, früher hatte ich irgendwelche Bücher geholt und habe das dann meinen Kollegen, Kommilitonen weitererzählt und die haben es dann auch gemacht. Natürlich ist es jetzt wahrscheinlich ganz besonders ausgeprägt und das zeigt die Reihenfolge. Das beweist, dass es jetzt auf die Spitze getrieben wird. Ja, also und darum frage ich mich schon, das hat mit diesen E-Technologien zu tun und mit der Geschwindigkeit irgendwo, aber grundsätzlich war es nicht immer so.
Aber kognitiv war es anders. Du musstest es abschreiben. In der Tat, wo du es abgeschrieben hast, ja. Hast du es wahrgenommen? Ist es bei dir gespeichert worden? Hattest du vielleicht ein bisschen ein paar andere Gedanken geführt? Ein paar andere Kombinationen? Du warst mental aktiv. Und hier, glaube ich, wenn ich es einfach runter, lese vielleicht den ganzen Paragraphen, ändere ein paar Sachen, bringe es mal nach und so weiter. Und natürlich ist ein Denkprozess da, aber ein sehr, sehr gefährlicher und sehr schwacher. Das sage ich, meine, natürlich haben sie das früher auch gesagt, dass etwas geändert wurde, was sie gesagt haben, dass, was, die Bücher werden nicht mehr per Hand geschrieben? Und was passiert immer in der Vernetzung, der kognitiven Vernetzung des Menschen, des mentalen Gebiets, wenn du es nicht mehr die Bücher schreibst oder nicht mehr, wie sagt man, to memorize? Auswendig, ja, das auswendig lernen. Also jedes ist natürlich eine Phase der Entwicklung. Aber etwas wird gewonnen, und viel wird gewonnen durch Druck und Arbeit, aber viel wird auch verloren. Wir müssen nur sehen, wie es uns kognitiv anders formt, dieser Prozess, und dann das auszunutzen und weiter zu führen. Und das, wie du gesagt hast, das ist eine Erziehungssache, ja. Und da ist eben das Problem. Wir haben noch die richtige Erziehung. auf unsere Kinder und Studenten die richtige Erziehung haben, ist ein Problem. Ich habe da nicht so in dem Sinne kritisch gemerkt, sondern ich denke, diese andere Zukunftsinformation, damit rezipiere ich anders und werde es nämlich anders verarbeiten. Und das verändert mich. Ich merke es ja auch, ich bin ja auch in der Situation. Ich sehe schon viel aus dem Netz. Und ich fand das sehr wichtig, was du sagst. Warum nehme ich, mir geht es nämlich genauso, warum nehme ich mir nicht die Zeit oder noch weniger Zeit bei ähnlichen Texten als bei gedruckten Texten oder bei Bildschirmen? Warum nehmen wir nicht die Zeit, das einmal nachwirken zu lassen? Also das ich merke das nicht da an anderen Tun. Für mich wirft das eine ganz andere Frage auf. Und zwar, für mich ist es Abbild der kritischen Betrachtung über die Formen, wie Lernen überhaupt stattfinden kann. Und ich denke, dass wir in dieser Erziehung, wie sind wir erzogen, ja gelernt haben, dass es so etwas wie fertiges Wissen gibt. Und dass wir dann gelernt haben, wenn wir uns dieses fertige Wissen angeeignet haben. Also eine Form von hierarchischen Lernen sind da eine Wahrheit als Ergebnis im Vorhinein. Und Lernen ist dazu da, diese Wahrheit auch sich anzueignen. Und da denke ich mir, werden so eine Denkweise sehr schön ad absurdum geführt. Weil dem ist ja genügend getan da. Also die Wahrheit steht jetzt drin, das gibt schon fertiges Wissen. Und ich glaube, dass uns genau diese Form von Informationstechnologie die Frage stellt, wie generieren wir Wissen? Wie generieren wir Wissen? Das heißt, für einen Studenten, wenn ich das nehme, ist die Frage, wie kann Auseinandersetzung zu einem Thema erfolgen, das so etwas wie ein eigenes Bild, eine eigene Sichtweise, eine Vernetzung von Informationen steht. Und meine kritische Haltung zu dem ist, dass wir Universitäten und Schulen also tendenziell sehr intensiv nach wie vor diese Form des Lernens generieren. Und ich finde es wunderbar, wenn Studenten das so machen. Diese Form, also dieses hierarchische Lernen sehr stark fördern, nach wie vor. Und wesentlich weniger das Lernen über Auseinandersetzung. Also dialogisches Lernen, wo ich sage, es gibt vielleicht kein fertiges Wissen. Und das finde ich wunderbar, weil ich sage, das war so die ironische Anmerkung, ich finde es wunderbar, wenn die Studenten so machen, weil das sozusagen es ad absurdum geführt wird, dass Wissen so überprüft wird. Also, dass es dann nicht stattfindet, das dialogische Lernen. Das glaube ich, dass auf diese Art und Weise unsere Bildungssysteme tendenziell dieses dialogische Lernen nicht fördern.